Hallo zusammen. Heute spalten wir die Gehäusehälften an diesem Sachs-Motor. Vorbereitend Kupplungskorb demontieren, Primärantrieb demontieren, seht ihr in den Tutorials, die hier eingeblendet werden. Ich drehe mir den Motor auf die linke Seite. Hier sehen wir auch schon gut, was da noch rauskommt. Das sind die Kupplungsdruckstifte. Anschließend löse ich hier die Schrauben. Da dies mein Übungsmotor ist, habe ich hier schöne Imbusschrauben drin. Normalerweise sind hier standardmäßig Schlitzschrauben drin. Wenn nun alle Schrauben draußen sind, kann ich die Gehäusehälften bereits beginnen zu trennen. Beim 502 Motor immer auf dieser Seite, dass die Zündung gegen oben wäre. Für das geht es am besten mit dem Handballen auf der Kurbelwelle aufstützen und hier leicht ziehen. Geht jetzt hier ganz einfach. Wenn es ein bisschen mehr braucht, darf man auch ruhig irgendwo ein bisschen ansetzen mit dem Hammer. Ganz, ganz fein draufklopfen. Hier hinten geht es jetzt auch bereits ganz gut. Dann kann ich das Ganze so runterziehen. Et voilà. Nun greife ich hier unter die Dichtfläche, nehme die Dichtung gleich mit und drücke hier auf die beiden Wellenstummel und kann so die obere Gehäusehälfte abheben. Drehe das Ganze um und hier glücklicherweise das Walzenlager schön drin geblieben. Nun kann ich auch schon die Kurbelwelle ausbauen. Die kann ich einfach herausheben. Dann haben wir hier noch die Schaltung. Damit ich hier das Getriebe ausbauen kann, löse ich kurz unten den Zapfen der Schaltgabel. Dann entferne ich hier die Schaltfeder, entferne hier die Schraube zur Schaltgabel, dem Schraubenzieher kurz da oben rein, ein bisschen drücken, dann hängt die Schaltgabel aus, die Zwischenbuchse. Und nun kann ich auch bereits das ganze Getriebe an einem Stück herausziehen. Zweitgangrad, Schaltmuffe, Erstgangrad, Getriebewelle. Hier schaue ich kurz die Distanzscheiben, dass die sauber mitkommen, dort wo sie waren, damit ich die auch wieder habe. Dann kann ich die Schaltgabel rausnehmen und die Vorgelegewelle.